E 25.09.1973. Irgendwie nerven mich Potenzstörungen. Je wilder Melanie ist, umso mehr schwächelt er vor sich hin. Besonders wenn alles geplant ist, so wie heute. Ihre Eltern waren definitiv bis 17 Uhr außer Haus. Wir hatten also nach der Schule zwei Stunden Zeit, Minus rüber ausführen. Kaum waren wir mit dem Hund wieder daheim, zog sie sich nackig aus, fand ich ja zuerst ganz spannend, solange ich nicht auch meine Hosen runterlassen musste. Dann aber legte sie sich bäuchlings auf das Chaison Long im Wohnzimmer, und ich sollte die Sau rauslassen, in der guten Stube. Mein Blick fiel ins Esszimmer und ich sah genau auf die betenden Hände. Ganz deutlich erhob sich die rechte Hand mit warnendem Zeigefinger. Ich faselte etwas von ihren Eltern, die jeden Moment hereinspazieren könnten. Ich erwähnte unangenehme Flecke. Ich redete von Streicheln und küssen, aber das überzeugte sie überhaupt nicht. Es ging dann erst wieder, als wir das Sexuelle gar nicht weiter beachteten. Wir saßen nackend in ihrem Zimmer auf dem Sofa und unterhielten uns ganz normal über das Wahlposter neben der Tür. Ich wies auf Fehler in der Unterwasserwelt hin, die Reflexionen so weit unten am Meeresgrund stimmten einfach nicht mit dem Stand der Sonne überein. Dabei ließ ich den Schniedelwitz abtauchen, wie es der Wal im Bild vormachte. In der bequemen Löffelstellung. Er arbeitet tatsächlich am besten, wenn man ihn nicht weiter beachtet. Wenn er im Mittelpunkt steht, hübsches Wortspiel, will er nicht mehr. Eine sehr dumme Angewohnheit. Bis Melanie dann doch so in Fahrt geriet, dass sie Plattitüden von sich gab, als hätte sie schon in hundert Pornofilmen mitgewirkt. Jetzt nicht aufhören, fester, fester oder lang zu. Dann schwächelte er natürlich wieder. Bin ich der einzige Mann mit diesem Problem? Wurde das Thema schon mal bei Dr. Sommer in der Bravo behandelt? Was steckt dahinter? Es ist ja kein physisches Problem. Während einer beiläufigen Unterhaltung kann ich so lange durchhalten, wie ich will. Es ist mehr eine psychische Sache. Sex findet also definitiv im Kopf statt. Ob das außer mir überhaupt schon jemand erkannt hat? Am besten klappt es mit Melanie, wenn ich ein wenig getrunken habe. Dann läuft es völlig hemmungslos. Hemmungen. Aber was für Hemmungen sollte ich haben? Finde ich, Melanie sieht zu attraktiv für mich aus? Aber warum? Ich sehe auch verdammt gut aus. Große, verführerische Augen, die mal grau, mal blau reflektieren, makiges Kinn, blonde, wuschelige Haare bis zu den Schultern. Man kann sich gut mit mir unterhalten. Ich habe keinen Mundgeruch, Plattfüße übrigens auch nicht. Der einzige Makel ist vielleicht ein riesiges Muttermal. Genau über der linken Hüfte sind zwölf Leberflecke im Kreis angeordnet. Na und? Ein weiterer Makel ist vielleicht meine Figur als solche. Wenn ich nicht so viel Respekt vor mir selber hätte, würde ich mich als Bohnenstange mit Fransen bezeichnen. Auch nicht sehr förderlich sind die anderen Jungs. Es gibt in der Schule eine Menge, die hinter Melanie her sind, die mit ihr flirten, die sich nur widerwillig trollen, wenn ich auftauche. Am besten wäre es, man hätte einen Spezialgeschmack. Also man fährt genau auf ein Mädchen ab, das allgemein als hässlich gilt. Nur man selbst sieht die verborgene, immer wieder gern zitierte innere Schönheit. Allerdings würde man mit diesem speziellen Mädchen ungern um den Maschsee gehen oder über den Flohmarkt. Es macht ja auch Spaß, wenn einen die ganzen Gaffer geifernd hinterherstarren, vorausgesetzt man hat Melanie an der Hand, und sie lacht einen gerade verliebt an. Es ist alles so kompliziert. Da ist man als Erwachsener ganz klar im Vorteil. Erwachsene haben alles geregelt. Sie müssen sich über nichts mehr Sorgen machen. Wenn sie wollen, können sie in jeden beliebigen Film gehen. Sie können Brand wählen oder auch nicht. Sie können im Urlaub irgendwo hinfahren. Erwachsene haben immer Geld. Sie können sich auch einfach mal ein dickes Motorrad gönnen. Gut. Ein alter Herr auf einem Motorrad, dafür reicht meine Fantasie dann doch nicht. Und noch ein Punkt, wo Erwachsene ganz klar das Große losgezogen haben. Sie müssen nicht mehr in die Schule gehen und sich von Lehrern zur Sau machen lassen. Unser kleines Rendezvous heute Nachmittag endete jedenfalls nicht sehr angenehm. Weil ihr noch zwei oder drei Minuten gefehlt hätten, rammte Melanie mir wütend ihren Ellenbogen in die Seite. Eine Paartherapie würde uns vielleicht weiterhelfen, aber da ich erst 16 Jahre alt bin und sie 15, müssten wir wohl in Bar bezahlen. Ihre Mutter fragte dann später bei der Heimkehr, ob wir uns gestritten hätten. Würde sie sich über einen Streit zwischen uns freuen? Mich würde überhaupt mal interessieren, was Melanies Eltern so über mich dachten. Was sagte ihre immer freundlich lächelnde Mutter, wenn Melanies Vater gerade im Schlafzimmer die Vorhänge für die Nacht zuzog? So ein netter junger Mann. Ich freue mich schon richtig auf die Enkelkinder. Oder tendierte sie mehr dazu, Melanies Aussage über meine letzte Mathearbeit zu wiederholen? Melanies kleiner Freund hat schon wieder eine Mathearbeit vergeigt. Wie konnte sie nur an so einen Typen geraten? Antwortete der Vater dann, sie muss eben ihre eigenen Erfahrungen machen. Das ist deine Erziehung. Wie nannten die mich überhaupt unter sich? Klaus. Onkel Klaus? Unser zukünftiger Schwiegersohn. Der Schwachkopf. Der Loser. <laughs>